Freunde, es ist frostig kalt draußen, wie man deutlich sehen kann. Ja, also wir haben draußen gerade minus 3 Grad. Vor 2 Tagen hatten wir schon minus 7. So, und worüber ich heute tatsächlich reden möchte, ist der Spritverbrauch. Der Spritverbrauch aus zwei Gründen. Also zum einen sieht es ja erstmal gar nicht mal so schlecht aus. Das 4,2 Liter. Augenblick. Ah, leider habe ich es nicht festgehalten. Okay, macht ja nichts. Aber was wir gerade hören, ist tatsächlich, der Motor läuft. Ja. Lädt auch auf, ne? Geht auf Betriebstemperatur. Allerdings, wenn ich hier ein bisschen weiter schalte, dann zeigt mir im Moment 0 Liter auf 100 Kilometer. Bin mir jetzt natürlich nicht sicher, ob es jetzt auch für die Anzeige für den Momentverbrauch gilt oder nicht, aber in der Regel ist das die Anzeige, wenn ich losfahre, die quasi für die letzte Fahrt zuständig ist. Also die zeigt mir immer den Spritverbrauch für die letzte Fahrt. Ja? Also die zeigt im Moment 0. So. Was bewegt mich denn jetzt? Also einer der Zuschauer hat mich die Tage angeschrieben, der meine Videos fleißig angeschaut hat und sagte, hey, hör mal, du bist ja ein Neuling, ja? Und ich möchte dir was erzählen. Das, was er erzählt hat, das behandle ich nochmal in einem separaten Video, aber eine der Dinge war tatsächlich, er sagte, sein Prius 2 damals noch, ne? Der hatte wohl mehrere davon, der hatte wohl einen Verbrauch von im Schnitt 4,5 bis 5 Liter wohl, also im Winter ein bisschen mehr. Aber er sagte, die Anzeige hat bis zu einen Liter, also gerade im Winter bis zu einen Liter weniger angezeigt, als tatsächlich ja, verbraucht worden ist. Also in der Regel waren es aber so einen halben Liter weniger. Und da sagte er, es lag wahrscheinlich daran, dass gerade diese Warmlaufphasen, die jetzt auch gerade passieren, also gerade läuft der Motor, jetzt ist es aus, lädt auch die Batterie gleichzeitig, die werden irgendwie nicht mitgezählt. Ja, anscheinend zählt der Bordcomputer das Ganze nicht mit. Okay, kann sein, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht beurteilen. Ich habe jetzt aber nachgerechnet, auf die letzten 480 Kilometer, wie gesagt, leider habe ich nicht genullt, aber es waren 480 Kilometer, zeigte mir an den Verbrauch also von 4,2 Litern, was erstmal hier super gut aussieht, ne? Wo ich mir denke, jo, das ist ein Verbrauch, mit dem kann man echt gut leben. Jetzt habe ich den heute vollgetankt und dann mal nachgerechnet. So, und tatsächlich, gut, ich kann es jetzt nicht beurteilen, ne, ob man, also wie voll habe ich letztes Mal getankt, wie voll habe ich jetzt getankt, ne, es kann, da kann ja auch schon eine gewisse Differenz herrschen, aber ich habe tatsächlich ausgerechnet, dass der Durchschnittsverbrauch tatsächlich bei 4,7 Litern liegt. Das heißt also, das, was ich reingetankt habe auf die letzten Kilometern, wo ich auch die Anzeige genullt habe. Seitdem habe ich im Schnitt 4,7 Liter auf 100 Kilometer verbraucht und nicht 4,2, so wie der anzeigt. Also er zeigt halben Liter weniger im Winter an bei meinem Auto, als es tatsächlich ist. Wie gesagt, kann tatsächlich an diesen Kaltlauf- oder Warmlaufphasen liegen, wo der Motor auf die Betriebstemperatur gebracht wird. Kann durchaus sein, weil der Motor läuft tatsächlich viel öfters und viel länger, um quasi eine vernünftige Temperatur zu haben, um entsprechend halt perfekt reagieren zu können, wenn man ja zwischendurch der Motor ausgeht, wieder angeht und so weiter, ne, damit das Ganze auch alles sauber funktioniert. Ja, also die Erfahrung konnte ich jetzt auch sammeln, dass es quasi ein halber Liter mehr ist. Bin ich jetzt unzufrieden damit? Nein, um Gottes Willen, unter 5 Liter im Winter. Bei Kurzstrecken teilweise mit dabei, also da war Autobahn und halt eine Woche Kurzstrecken arbeiten mit dabei. Nein, ich bin absolut jetzt nicht unzufrieden, alles gut. Beim BMW lege ich da wahrscheinlich jetzt im Winter irgendwo bei
knapp 9 Litern, schätze ich mal. Ja. Lass es 8 bis 9 Liter liegen. Ja. Es ist nun mal so, und der hatte jetzt auch nur 14 PS mehr und 0,2 Liter Hubraum mehr. Ja, also, und ich sag mal, von der Fahrweise her, klar, beim BMW hattest du immer dieses flottere Gefühl, hier fährst du viel entspannter, weil der Wagen das einfach dir gibt. Also du kannst den auch flotter fahren, du kannst mehr Gas geben, das funktioniert hier alles. Der hat ja auch die Leistung dafür. Aber du möchtest das ja gar nicht. Du versuchst ja auch immer, ja, sparender, also spritsparender zu fahren. Ja, das ist jetzt meine Erfahrung im Winter, dass er tatsächlich etwas mehr verbraucht, als angegeben wird. Wie gesagt, bin ich deswegen böse oder nee, das ist ein ganz tolles Auto. Also ich sag mal, je länger ich das habe, je länger ich das fahre, allein jetzt schon, ja. Das Auto ist an, es funktioniert alles, ich kann alles sehen. Die Sitzheizung läuft, ja, mein Hintern ist warm, die Batterie ist voll, ich kann mit euch quatschen und gleichzeitig ist der Motor aus. Ja, wie genial ist das denn? Wie genial ist das denn? Das hätte es in meinem letzten Auto nicht gegeben. Ich will das, also das letzte Auto war auch ein tolles Auto, ich war damit sehr zufrieden. Hat aber auch schon sehr viel Kilometer weg, 320.000 knapp. Top, top. Also ich bin trotz dessen, bin ich mit dem Verbrauch super zufrieden, muss ich zugeben. Aber ja, also diese Kleinigkeiten, die tatsächlich hier auch bestehen, die sollte man auch nennen und vielleicht den Leuten, die in Zukunft sich sagen, boah, ja, fände ich toll so ein Auto, was erwartet mich da, ne? Um die Menschen quasi so ein bisschen auch drauf vorzubereiten, dass quasi nicht auch manche Sachen schon ein bisschen anders sind, aber alles noch in wirklich vollkommen guten Rahmen, wo man sagt, alles in Ordnung, komme ich super mit klar, trotzdem Top-Auto, trotzdem super zuverlässig, trotzdem super sparsam, ich liebe das Auto. Ja, Freunde, von meiner Seite war es das, also das wollte ich nochmal so ein bisschen loswerden, ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video, bis dahin, danke für eure Abos und Likes und ja, bis dann.